Also bevor ich mich ganz auf Zwillingsulm konzentriere, weil ich will dann nachher nicht irgendwann den Zwillingsulm wieder hin und her rennen müssen. Was ich wahrscheinlich sowieso werden muss, aber ich denke mal nicht, dass ich in alte Gebiete reisen muss. Ich denke, dafür bleibe ich größtenteils verschont. So. Das heißt, wir gehen hier in die Wildnis. Und ich habe immer noch nicht ganz kapiert, was es mit den Ruinen der Sturmwahlschlucht auf sich haben soll. Also, das mit der Prüfung da. Da stand nämlich nur irgendwas von dem Wasser, na, irgendwelche Steine aussuchen und das war's dann. Oh ja, und Ot Nur sollte ich auch demnächst mal die nächsten 5 Ebenen machen. Vielleicht, wenn wir auf Stufe 11 sind alle, mache ich mal die nächsten 5 Ebenen. Die dürften dann ja einigermaßen von der Hand gehen. Hoffe ich mal. Vielleicht finden wir tiefer immer wirklich noch ein Heilmittel für den Xaurib. Wenn nicht, dann gehen wir irgendwann in Ebene 2 und bringen es hinter uns. So. Gruppe, die rastet jetzt mal für 2 Macht. Wo ist Macht? Oder 3 Macht sogar. Gefolgsmann-Zahltag. Okay. Deine Augen öffnen sich zu einer vertrauten Szene. Dorin sitzt mit dem Stab über seinem Schoß auf dem Boden und aus seiner Seite des Stabes lodert eine bösartige Flamme. Es ist nur schwer zu erkennen und seine weichen Gesichtszüge scheinen ineinander zu verschwimmen. Der Stab aber, dessen Einkerbung in einem geschmolzenen Orange leuchten, kannst du deutlich erkennen. Obwohl du Duvels Gesicht nur schwer erkennen kannst, bleibt kein Zweifel am harten Gesichtsausdruck und der gerunzelten Stirn. Seine leise und verächtliche Stimme zischt und stottert, als ob er ein Streitgespräch mit dem Stab führen würde. Okay, hat Durenz irgendeine Seele in dem Stab? Oder sowas ähnliches? Gibt ja genug Geschichten von sprechenden Schwertern und so. Ich erinnere nur an Frostmourne aus World of, nicht aus World of War, aus Warcraft 3. Im Feuerschein kannst du einzelne Speicheltropfen erkennen, als sie wie Funken von seinen Lippen fliegen. Na, lecker. Ich finde schön, dass die Entwickler sich die Zeit genommen haben, so viele Details zu beschreiben, aber das ist doch lächerlich. Und zu deiner Überraschung steht hinter ihm eine weibliche Gestalt. Du willst schon einen Warnruf ausstoßen, als du in der Gestalt die Magran-Statue bei der Gabelung erkennst, wo du Durins getroffen hast. Und dennoch einen Moment lang schien sie fast lebendig zu sein und der Schatten, den sie warf, schien sich zu bewegen, verhüllt zu sein. Aber dann ist es wieder still und gefroren mit der Nacht im Rücken. Sag bloß, Durins streitet sich mit Magran, den Stab untersuchen. Eines dieser Symbole hat etwas Merkwürdiges an sich. Ein Kreis aus 12 kleineren Kreisen. Einer der kleinen Kreise leuchtet hell, die anderen 11 aber geben kaum Licht ab. Sie flackern und verblassen wie kalt werdende Kohle. Zwischen seinen zischenden Flüchen geht Durins mit dem Gesicht nah an den Stab heran und pustet mit panikartiger Hast auf die verblassenden Kreise. Diese leuchten dadurch etwas mehr auf, entzünden sich aber nicht. Die Kreise sterben einer nach dem anderen und von ihrer Asche steigt Rauch auf. Nur einer brennt immer noch. Verliert Durenz die Macht seines Stabs und versucht sie so am Leben zu erhalten? Das kann gut möglich sein. Weil Feuer wird durch Wind ja wieder angefacht. Deswegen soll man ja immer gegen das Lagerfeuer ein bisschen pusten. Also ja, eine Kerze kann man, pustet man so aus, aber anderes Feuer kann man so anheizen. Durin schleudert den Stab auf seine Füße und er schlägt klappernd auf dem Boden auf. Seine Ränder sind weich geworden, er ist nur noch schwer zu erkennen. Wie sein Besitzer kannst du den Stab jetzt nur noch verschwommen sehen. Du schließt deine Augen und als du sie wieder öffnest, siehst du Durin, der seinen Stab vom Boden aufhebt. Das Verschwommene aber ist verschwunden und du bist wach. Ah, der Fürst verlässt die Festung. 2 neue Sachen. Gefolgsmannszeittag und Festung verlassen. Gut.
Ein Tag, 8 Stunden, bis das endet. Was hat Doris uns jetzt zu sagen? Schmerzt dich etwas? Ich hatte einige Fragen, die ich dich fragen wollte. If doubts and curiosity plague you, you're skinning your knuckles on the wrong door. Wenn dich Zweifel und Neugier plagen, dann schlägt dein Fingerknöchel sich an der falschen Tür wund. Ich hatte noch eine andere Vision von dir. Eines der Symbole auf deinem Stab, es lag im Sterben. You see many things that aren't there, Watcher. Perhaps the symbol was for your disappearing sanity. And we are to bid it farewell, while you still have the wits to grieve for it. Na, sehr nett. Doran schaut dich herausfordernd an. Du siehst viele Dinge, die nicht da sind, Wächter. Vielleicht stand das Symbol für deinen nachlassenden Verstand und wir sollten uns von ihm verabschieden, solange du noch klar genug bist, um darum zu trauern. Ich sah ein Symbol mit 12 Kreisen. Für was steht es? That symbol? The Godhammer. Doran runzelt die Stirn und die Worte kommen ihm nur langsam über die Lippen. Dieses Symbol? Der Götterhammer. Dann war es das Göttersymbol, das ich auf seinem Stab ausgehen sah. No riddle there, Watcher. It took 12 of us to build the Godhammer. Afterward, I took my leave of all of them to see what Margaren had in store for me. I've seen none of them since. Ha, Wächter, das ist aber kein Rätsel. 12 von uns waren vonnöten, um den Götterhammer zu bauen. Hinterher trennte ich mich von ihnen allen, um zu sehen, was Magra mit mir vorhatte. Seitdem habe ich keinen von ihnen wiedergesehen. Bist du dir sicher, dass an dieser Geschichte nicht mehr dran ist? Your kind has a way of interpreting its visions to fit the version of the truth you like best. But Margaren's flame leaves no room for interpretation. Waste the time of others with your distortions and your fever dreams. Du schaut dir direkt in die Augen. Also erstmal haben wir Erfahrung bekommen. Leute wie du interpretieren ihre Vision gerne so, dass sie in die Version der Wahrheit passen, die euch am besten gefällt. Margarets Flamme aber lässt keinen Raum für Interpretation. Mit deinen Verzerrungen der Wahrheit und deinen Fieberträumen verschwendest du die Zeit anderer. Ich weiß, was ich gesehen habe. Flammen verzehren alles um sie herum und du scheinst nie weit von einer Flamme entfernt zu sein. Flammen mögen ja keinen Zweifel daran lassen, was oder wo sie sind. Warum es sie gibt, darüber rätselt jedermann. Ist doch keine Schande daran, wenn meine Wahrheit interessanter ist. Ja, das ist die Arschloch-Aussage, das ist die Paladin-Aussage. Ah, das wäre eine gute Hagrim-Aussage, immerhin ist er Ranger. Du scheinst nie weit von der Flamme entfernt zu sein. It's always the way of the mad to try to convince others of a reality only they can see. Die Verrückten versuchen immer. The doctrine's the truth. It requires no convincing, only an opening of the eyes. I would purify you, Watcher, if I thought it would help. Die Verrückten versuchen immer andere von einer Realität zu überzeugen, die nur sie sehen können. Wenn deine Doktrin aber wahr ist, dann bedarf sie keiner Überzeugungsarbeit, nur dem Öffnen der Augen. Wenn ich dächte, dass es helfe, würde ich dich reinigen, Wächter. Ich möchte was anderes fragen. Der Preis dafür, mich zu belästigen, scheint dich kaum zu sorgen. Erzähl mir was von Margaren. Ich fürchte, Wächter, die Hitze am Feuer könnte dir missfallen, aber wenn du sie ertragen kannst, soll ich dir erzählen, was ich weiß. Also ich frage ihn jetzt mal wieder zu einem Thema aus. Wie siehst du Margaren? She's a goddess, as fickle as they come. And with all the failings you'd expect of an empress and a whore. Too many eyes, too many wants, too much to hold on to. That's the failing of a god. More aspects than words to describe her, like most of them. A god with many nations to oversee, only serves to spread herself too thin. Sie ist eine Göttin und so wankelmütig, wie sie eben sind. Und mit allen Fehlern behaftet, die man von einer Kaiserin und einer Piep erwarten würde. Er runzelt die Stirn, kratzt sich im Gesicht. Ihr Klerus hat dieselben Fehler. Zu viele Augen, zu viele Wünsche, zu viel, um sich daran festzuhalten. Das sind die Fehler der Götter. Wie bei den meisten von ihnen gibt es auch bei ihr mehr Aspekte als Wörter, um sie zu beschreiben. Er schnaubt. Eine Göttin, die viele Länder zu beaufsichtigen hat, übernimmt sich damit nur. Ah, ist wohl was Wahres dran. Obwohl die Flamme selten zweimal kreuzt, also ist das vielleicht die einzige Wahrheit, die sie sich zu eigen macht.
Wer weiß das schon? Götter werden gierig und wenn es ums Feuer geht, das Feuer ist der Hunger der Götter. Was sind die Aspekte? Lorenz beginnt an seinen Fingern abzuzählen und dabei zu skandieren. Krieg wandelt, Feuer verzehrt, Prüfungen reinigen. Kriegsführung, Feuer, Verzehrung, Reinigung und vor allem Wandel. Prüfungen auch, aber es werden ja eh alle Dinge Tests unterzogen. Eine Prüfung kann verzehren, reinigen, wandeln. Okay. Sie sind alle miteinander verbunden, obwohl im Herz die Flamme steht und auf die Flamme kommt es an, denn sie ist der Quell aller Dinge. Vielleicht hätten sie damit anfangen sollen. Was? Das weiß doch jeder nah an einem Lagerfeuer. Jetzt wird es mir langsam zu philosophisch. Ohne Flamme und Feuer wären wir in der Dunkelheit nicht weit gekommen, das stimmt allerdings. Wenn man hört, dass manche der inneren Feuer sie bei der Feuerstelle und dem Blasebecken erzählen, selbst in den Hallen von Aschfall, so könnte man zum Schluss kommen, dass das Feuer den Menschen das Leben gebracht hat. Und dass dieses Feuer war Makran. Manche der älteren Texte besagen, sie hätten ihre Hände gerieben, worauf diese in Flammen aufgegangen seien. Oder ein anderer Gott hat sie wie mit einem Schüreisen... Nein, das letzte Wort sage ich nicht. Lorenz ist manchmal zu makaber. Da gibt es also verschiedene Sichtweisen über sie. Er grunzt. Meine ist eine von vielen. Lorenz runzelt die Stirn und hält inne, dann werden seine Augen von einem begierigen Glänzen erfüllt. Eins aber könnte ich dir sagen. Ich könnte dir erzählen, was die unterliegende Seite von ihr hält. Und das sollte dir eigentlich genug sagen. Lass mich darüber sprechen, was ein Edyrianer sieht. Was sieht er denn? Die Edyrianer haben eine korrekte, höfliche Übersetzung ihres Namens. Herausragend im Krieg, taktische Disziplin, er staubt. Das ist natürlich auch der Grund, warum sie die verdammte Kolonie verloren haben. Wahrscheinlich zitierten sie das immer noch, als wir sie schon über die Decks beugen ließen. Naja, das war die Rebellion im Dürrwald, als das Reich von Edir den Dürrwald als Kolonie verloren hat. So wie auch die Valianischen Republiken davor. All ihre Feuerwaffen und Kanonen sind ja schön und gut, aber trotzdem ziemlich nutzlos, wenn dein Stab ihnen Licht in den Schädel lässt und links wie rechts rote Geschenke verteilt. Also ja, Splatter. Lorenz ballt die Fäuste und lacht. Edyrianer nennen das Erhabenheit göttliches Bewusstsein. Diese Worte sind so willkommen wie... Ja, wie Dreck am Stiefel, ich umschreibe das mal lieber. Und mehr als das nahmen sie auch nicht mit, als sie davonliefen. Er schüttelt den Kopf. Eine gelernte Lektion, aber zur falschen Zeit. Mir kommt plötzlich fast ein bisschen Sympathie für sie auf. Fast. Lektion, was meinst du damit? Der Titel eines Gottes heißt nicht, einen Gott zu kennen. Sich an Worten festzuhalten, anstatt den Weg zu beschreiten, sich selbst mitten im Getümmel zu testen. Zu gehen, bis die Worte abgestreift werden und es in deinem Herzen brennen spürst. Das ist die wahre Lektion. Und diese edirianische Höflichkeit, dieses verspielte Festklammern am geschriebenen Wort, so wie sie es verstanden, das verbrannte während des ganzen Dürrwald-Feldzugs ihre Schiffe. Also das verbrannte ihre Schiffe und nicht das verbrannte, ja okay, vernarbte sie und ließ sie ständig fliehen. Er schnaubt. Göttliches Bewusstsein, im Warten darauf geprüft zu werden, steckt kein echter Glauben. Die Besten im Kampf haben sich bereits ordentlich und zwar bis sie trocken waren und sich auf das Töten konzentrieren konnten. Genug von Makran, ich habe andere Fragen. Ja, erzähl mir von Makran. Wächter, wenn du zu lange ins Feuer starrst, ja, könntest du erblinden. Er kichert. An dir selbst herumzuspielen, ja, okay. Hat sie irgendwelche Verbündeten? Shaped for hunt and war. Abidan the Golem. Galawain and his beasts. The latter keeps us honest and awake. The other makes the tools by which we punish those who are not.